Das Figürchen ist glatt und rund und hat die Form eines Bären. Das polierte Adra ist durch Abnutzung entlang seines gewölbten Rückens und seines eiförmigen Gesäßes matt geworden. Das Innere des Figürchens leuchtet sanft. Hübsch, nicht wahr? Es gehörte Persok. Bevor er in das Rad zurückkehrte, ließ er einen Splitter seiner Seele darin zurück, um uns zu helfen, ihn später zu finden. Als sie es dir hinhält, spürst du schwache Empfindungen. Keine echten Erinnerungen, aber Spuren von jemandem. Als ich Nasitak verließ, war sie innen völlig dunkel. Aber je näher ich Persok kam, desto heller leuchtete sie. Seit ich den Dürrwald erreicht habe, ist sie nur noch schwer zu lesen. An manchen Tagen flackert sie nur und wird dann dunkel. An anderen leuchtet sie schön und hell, für ein paar Stunden. Meistens sieht sie aber so wie jetzt aus. Und ich sage, vielleicht ist sie kaputt? Sagani lacht hohl. Selbst Scan könnte nicht so grausam sein. Sie funktioniert, dessen bin ich mir sicher. Sie ist nur nicht so präzise, wie ich gehofft hatte. Trotz dieser Worte blinzelt sie das Figürchen skeptisch an. Und ich frage, was tust du jetzt? Ich kann dir nur sagen, was ich nie wieder machen werde. Mich auf Wunderhausierer verlassen. Ein sogenannter Wächter war es nämlich, der mich zu dieser Kreuzung mitten im Nirgendwo geschickt hat. Ich war schon auf dem Weg aus dem Bälsumpf heraus, als ich die Leute über einen fahrenden Mystiker reden hörte, der angeblich Seelen lesen kann. Sie zuckt mit den Achseln. Ich wusste, dass es unwahrscheinlich war. Aber was hatte ich schon zu verlieren? Also suchte ich diesen Kerl auf und gab ihm das Adra-Figürchen. Er zog eine große Schau ab, stöhnte und rollte mit den Augen. Und nachdem ich ihm 5 Goldducks zum Lüften des Schleiers gegeben hatte, sagte er mir, ich solle mich zur Kreuzung im Feld zwischen der Wolfshöhle und den sich windenden Bäumen geben. Und ich frage, sind die sich windenden Bäume ein wirklicher Ort? Er meint Zwillingsulmen. Ich bin auch nicht da gewesen, aber ich habe gehört, dass es dort einige besonders einprägsame Bäume gibt. Und ich frage, was ist die Wolfshöhle? Todsbucht. Die Einheimischen nennen den aktuellen Duck Wolfsgrinsen. Klingt danach, als ob man mit ihm gut einen trinken gehen könnte. Und ich frage, und weiter? Er dachte, er würde sich unklar ausdrücken, aber ich kenne die Gegend gut genug, um zu erkennen, dass er diesen Ort hier meinte. Mitten zwischen Trutzbucht und Zwillingsulmen. Ich hatte einen üblen Geschmack im Mund, aber mein Geld war ausgegeben und ich hatte ihm als gut gemeinte Warnung schon einen Pfeil in seinen Rucksack geschossen. Ich sagte ihm, dass ich zurückkomme und ihm noch einen verpassen würde, sollte er mich an der Nase herumführen. Jetzt bin ich schon seit einer Woche hier. Wahrscheinlich lacht wohl doch er zuletzt. Und ich sage, du könntest immer noch diesem falschen Wächter nachstellen. Xagani schlägt in die Luft. Ich habe hauptsächlich versucht, ihm Angst zu machen. Wegen ein paar Goldstücken würde ich eigentlich keinen Mann umbringen. Ich habe eh kaum Verwendung für Münzen. So, wie ich seine Art einschätze, hat er außerdem längst das Dorf verlassen und sein Geld verprasst. Und ich frage, was ist, wenn ich Persok bin? Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das ist unmöglich. In diesem Fall würde dieses Ding wie eine Fackel leuchten. Sie wackelt ein bisschen mit dem Figürchen herum. Und ich frage, könnte ich das Figürchen mal sehen? Mit zusammengekniffenen Augen schaut sie den Adra-Bär an und dann wieder dich. Warum? Und ich bin ehrlich. Ich bin ein echter Wächter. Sagani kichert. Erwartest du, dass ich das glaube? Nach der Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe? Und ich sage, ich mein's ernst. Gut. Solltest du aber weglaufen wollen, so erinnere dich, dass meine Pfeile schneller sind als du. Sie gibt dir das Figürchen, wobei ihre spröden Fingerknöchel deine Hand streifen. Sie beobachtet skeptisch, aber neugierig, wie du es untersuchst. Du hebst den Adra-Bär hoch und hältst ihn gegen das Licht. Als deine Augen einen winzigen, schimmernden Kratzer entdecken, beginnt die Landschaft um dich herum hinwegzuschmelzen. Du stehst auf einer Klippe über dem Meer und siehst durch Augen, die nicht deine eigenen sind. Du nimmst den Geruch von Biestern zwischen dem frischen Geruch von Vegetation auf und dein Herz schlägt ein bisschen schneller als sonst. Hier oben musst du aufpassen, wohin du gehst. Du blickst gerade lange genug hinunter, um die scharfen, blassen Klippen hunderte Meter weiter unten ins Meer tauchen zu sehen. Und ich gebe ihr das Figürchen zurück und sage, ich habe es. Er steht auf einer Klippe. Sie schaut den Adra-Bär selbst an und dreht ihn ein paar Mal in ihren Händen.
Wovon sprichst du? Sie schaut dich wieder an. Was ist gerade passiert? Ich sagte dir doch, dass ich ein Wächter bin. Sie blinzelt dich ein paar Mal nachdenklich an. Und Edair mischt dich ein. Wenn du gesehen hättest, wie er tote Dinge anstarrt, dann wüsstest du, dass er es ernst meint. Und Sagani wieder. Dir ist schon klar, dass ich dir kein Geld geben kann, selbst wenn ich dir glauben würde. Und ich sage, komm mit mir. Ich habe noch andere Dinge in der Gegend zu erledigen und wir können unterwegs nach Persok suchen. Und jetzt wird Kana gleich mal wieder aus der Gruppe rausgeschmissen und Sagani aufgenommen. Die gehört ab jetzt zur Stammgruppe und deswegen wird auch Deriadel niemals wieder in die Gruppe aufgenommen. Beziehungsweise vielleicht noch einmal, um ihr Inventar zu sortieren, annehmen. Und da startet die Queste Die lange Jagd. Reise zu den Klippen, die du in der Vision gesehen hast. Das ist die Aufgabe im Rahmen der persönlichen Queste von Sagani. Und ich begrüße auch den Fuchs Itumak in der Heldengruppe. Isegrim ist ja leider mit der guten Deriadel gegangen. Schade. Hier gibt's einmal Admets Wirt und... Ich lasse die Kollegen mal zurückschleichen. Wobei eigentlich... Ich bleibe sicherheitshalber mal auf der Straße. Ich möchte hier nicht in einen Kampf hineinstolpern. Und dann geht's jetzt erstmal zurück nach Caed Nua für einen kurzen Augenblick. Auf geht's. Caed Nua. Aber ihr müsst nicht schleichen, liebe Helden. So, jetzt Gruppenverwaltung. Bitte nochmal Sagani entlassen und Deriadel anwerben. Denn die hat ja noch Fressalien im Rucksack. Und ansonsten hat sie nichts Besonderes. Nee. Gruppenverwaltung. Deriadel weg. Sagani rein. So. Und in dieser Konstellation geht's jetzt nach Goldtal. Ich muss mal ein bisschen Geld verdienen und was verkaufen. Deswegen von Caed Nua auf nach Goldtal. Und da bin ich. Die Helden sind müde. Zumindest die drei von den sechs Helden mit der geringsten Athletikfähigkeit. Und hier gibt's was. Was ist das, Bruder Arik? Das ist einmal Pilgerkrone. So, ich gehe gleich ins Rasthaus, nein, ins Gasthaus. Aber vorher geht's einmal in Richtung Schmiede Schwarzer Hammer, jawohl. Alle Mann, dahin. Und hinein. So, und ich frage mich gerade, ob ich... jemanden wieder mal versuchen lassen kann, den letzten Container hier in dieser Schmiede zu stehlen, also auszuräumen. Bruder Arik hat Heimlichkeit 2, auf Sagani spekuliere ich, die hat Heimlichkeit 4. Mehr hat keiner, nee. Aber Sagani könnte mal ihr Glück probieren. Lass mal Pause bitte. Wo ist Sagani? Sagani? Da ganz hinten. Sagani, geh mal bitte dahin. So, jetzt werde ich hier mal schleichen. Wirst du gesehen. Da geht der rote Kreis weg. Ah, die Gelegenheit wäre gerade nicht ganz ungünstig. So. Der gelbe Kreis ist weg. Sag gar nicht, versuch mal da rein zu spähen. Und rein zu greifen vor allen Dingen. Ach, das ist doch leicht für Sagani. Bruder Arik hatte genau bei der gleichen Situation, als ich das letzte Mal hier war, enorme Probleme. Der hat aber auch nur 2 Heimlichkeit statt 4. So, eine Arbalest gibt's hier. Brauche ich nicht ab ins Versteck. Und jetzt habe ich hier alles ausgeräumt in der Schmiede. Sehr schön. Die beiden Seelen von den Kollegen, da habe ich auch schon gelesen. Also geht's zu Tuatanu. Schön, dich wiederzusehen. Ich fürchte, wir haben immer noch nur wenige Waren, aber du kannst dir gerne anschauen, was wir haben. Das mache ich. Ich könnte Rastvorräte gebrauchen.
Ich mach erstmal Wünsch dir was. Was ich gerne alles hätte, unabhängig davon, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Das hier ist eine einzigartige Waffe. Eine zweihändige Pike. Keiner meiner Helden kämpft mit einer zweihändigen Pike, also ist die völlig Wurst. Schutzmauer Aberles, damit kämpft auch keiner, brauche ich auch nicht. Anzureizstilett, ein einzigartiges, einhändiges Stilett, damit kämpft auch keiner, brauche ich auch nicht. Das hier, was ist das? Ein einzigartiger, abgenutzter Faustschild, einhändig. Kann nur verwendet werden von Paladin. Das wäre etwas für den guten Lael, beziehungsweise später möglicherweise für Palegina. Der ist aber auch mega teuer, aber ich spiele erstmal Wünsch dir was. So. Ring der Abwehr, Ring des Schutzes. Das hier, was ist das? Abstumpfender Gürtel, plus 5 Schadensreduktion gegen Stich und Hieb. Hätte ich gerne. Umhang des Entzugs. Plus 15 Verteidigung bei Zurückziehen. Brauche ich nicht. Ich ziehe mich nicht zurück. Schwacher Ring des Schutzes. Ah, der wäre auch nicht so verkehrt im Moment. Genauso wie der auch nicht so verkehrt wäre. So. Das hier unten hatte ich ihm ja verkauft. Habe ich eigentlich Seil und Enterhaken? Habe ich einmal Hammer und Meißel? Habe ich aber gar nicht. Wie geht das zu? Ach so, ja. Da. Also eigentlich müsste ich auch einmal Hammer und Meißel kaufen. Und ich will meine beiden Dietriche zurückhaben. Die habe ich ja damals nur versetzt bei ihm, weil ich zu wenig Kupfer hatte, um mir einmal Seil und Enterhaken zu kaufen. Und ein Brecheisen ist eigentlich auch nicht verkehrt. Das braucht man bestimmt auch mal irgendwann irgendwo. So, das wäre jetzt Wünsch dir was. Was ist denn Bronzehornfigur? Was macht die denn? Die ist ja richtig teuer. Einmal pro Ruhephase Beschwörung Anima. Ach, da wird irgendein Wesen beschwört, was mir hilft. Einmal pro Ruhephase. Das ist auch nicht verkehrt. Aber das sprengt jeden finanziellen Rahmen, den ich habe. Schon das hier unten ist völlig utopisch. Was habe ich denn auf der Gegenseite? Aus meinem Inventar verkaufe ich nichts, das bleibt alles wie es ist. Aber im Versteck habe ich einiges. Eine Mordaxt, einen Kriegshammer, einen Stab, eine Arbalest. Und eine Lederrüstung, so viel habe ich gar nicht. Und eine Kutte. Das behalte ich alles. Was ist das hier? 3 Bärenfelle kann ich verkaufen. Diese komische Notiz hier, dieser gekritzelte Brief von Fulvano, der kann auch weg, aber ich glaube, der bringt gar nichts. Ja, den kann ich weggeben, aber das Buch behalte ich noch, ich möchte das lesen, aber erst will ich den ersten Teil finden. Und hiervon verkaufe ich nichts. So. Das heißt, ich muss hier mächtig abspecken. Der Faustschild geht weg. Der geht weg. Das geht alles weg. Oh, und dann kostet mich das immer noch 266. Ich mache ja gar keinen Plus. Das spare ich mir. Das spare ich mir auch. Rastvorräte gibt es nur einmal. So, trotzdem muss ich immer noch 26 Kupferstücke bezahlen. Eieieiei. Na gut. So. Also, ich habe gerade ein ganz massives Geldproblem. Ich muss dringend mal ein paar Questen machen und irgendwelche Kämpfe bestreiten und Beute einsammeln. So geht das hier nicht weiter. Und damit lege ich auch gleich los, aber vorher geht's in die Schenke. Den Weg in die Schenke habe ich mal großzügig übersprungen, da ist nichts passiert. Hier hatte ich schon mit Pasca gesprochen und mich umgeschaut, aber woanders war ich noch gar nicht in der Schenke. Und hier gibt's überall noch was zu klauen, also schaue ich mich hier mal um. Hier ist Tenfried. Ah, du bist es, mein Retter. Er deutet mit einer ausladenden Geste auf die Küche um dich herum. Es ist so schön, zurück zu sein. Glaube nicht, dass deine Taten unbelohnt bleiben werden.
Ich habe beschlossen, dass du dir das Recht verdient hast, eines meiner bestgehütetsten Geheimnisse zu erfahren. Mein liebstes Rezept. Danach wirst du nichts anderes mehr essen wollen. Goldtal, gering positiv, also Rufzuwachs in Goldtal und die Gruppe hat ein Rezept erlangt. Herzhafte Pastete. Eine herzhafte Pastete, die dich gesund und munter halten wird. Möge es dir auf deinen Reisen gute Dienste erweisen. Hab ich herzhafte Pastete? Ja, die habe ich mir schon mal gekauft hier bei Pasca. Die gibt plus 10 maximale Ausdauer, plus 1 Macht, plus 1 Wahrnehmung für 2,5 Minuten. Huch, nee, Moment. Und jetzt hier Nahrung. Herzhafte Pastete, da, das Rezept kann ich jetzt, ich brauche dazu Getreide, Bier und Fleisch. Eine köstlich duftende Pastete mit goldener Kruste und einer Fleischfüllung, die einem das Gefühl gibt, jedem Kampf gewachsen zu sein. Ja, das kann nicht schaden. In der Zukunft. Bringt mich jetzt im Moment aber nicht weiter. Da ist eine Lupe. Beim Feuer hängen mit einer bräunlichen Schmiere überzogene Löffel. Itenfried. Das enttäuscht mich jetzt aber. Oh, der guckt gerade nicht. Moment. Wenn er gerade nicht guckt, dann kann Sagani. Die steht auch gerade noch günstig. Mal hier ins Weinregal spähen. Klappt das? Das klappt nicht. Stopp. Sagani muss ich erstmal ein Eckchen suchen. Da. Da verschwinden der rote und der gelbe Kreis. Und jetzt Pause. Sagani, das schaffst du. Ach, sauber. Zweimal Ale, zweimal Bier. Habe ich sowas nicht schon irgendwo? Bei Edea natürlich. Wo auch sonst? Ja, prima. Es könnte natürlich hier auch noch irgendwelche versteckten Geheimverstecke geben. Versteckte Geheimverstecke, genau. Deswegen Sagani einmal hier rundherum laufen. Auch hier im Empfangsraum einmal bitte. Gewehr, das funktioniert so nicht. Aber das wirst du nachher schon feststellen. So, das hier unten hatte ich mir alles schon angeschaut. Da ist auch nichts zum Plündern, aber im Gastraum, da ist einiges. Also, liebe Freunde, geht mal da rein. Und dass hier ein Fuchs mit in dem Gasthaus rumläuft, das interessiert auch niemanden. Oh, wer ist denn das da? Ein orlanischer Diener. Einige Dörfler, noch einige Dörfler, ein Trunkenbold. Und also alles nur Dörfler, da ist ein Fass, da ist ein Tisch. Und da hinten sind wieder zwei Typen, deren Seele Bruder Arik lesen kann. Das wird er auch gleich mal machen. Vorher hat Sagani die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen zu schleichen. Sagani, such dir mal ein Eckchen, wo deine Kreise verschwinden. Aber im Nachbarraum sieht dich Pasca. Das ist natürlich alles sehr ungünstig. Sagani, komm schon. Irgendwo muss es dir doch gelingen. Also hier nicht. Mal da oben versuchen. Wo geht der rote Kreis weg? Aha, da geht er weg. So, jetzt warte ich wieder und dann hoffe ich, dass Sagani schnell genug ist, um die Ecke zu flitzen. So. Bevor der Kreis voll und rot wird. Ach, sauber. Hier gibt es einmal Gemüse und einmal Getreide. Das geht alles ins Versteck und keiner hat es gesehen. Aber Sagani kann mal rumspähen. Kann nicht schaden. Aber hier ist wahrscheinlich nichts versteckt. Nicht im Gastraum, das wäre irgendwie unlogisch. Wobei ich mich frage, was das eigentlich für kleine Kistchen auf den Tischen sind. Also hier ist was natürlich. Und da geht's nach oben. Da schaue ich mich auch gleich um. Sagani, es muss noch eine Möglichkeit geben, wie der Tisch hier ausgeräumt werden kann. Das ist natürlich schwierig. Das ist sehr schwierig. Sagani.
Sagani, wo geht der rote Kreis weg? Irgendwo? In welcher Ecke? Nicht mal da hinten. Das ist böse. Wer sieht dich denn da hinten? Wahrscheinlich die da hier mit dem Pferdeschwanz. Wo? Ach komm, der Trunkenbold sieht dich doch nicht, oder? Doch. Ich möchte diesen Tisch plündern. Keiner hat mehr Heimlichkeitswertung als Sagani. Wenn nicht sie, wer dann? Ich könnte es natürlich probieren, das nochmal von hier draußen aus zu machen, aber das ist schwierig. Der Weg ist sehr, 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 sehr weit. Ich glaube nicht, dass mir das gelingt. Aber eine andere Chance sehe ich gerade nicht. So, Sagani, jetzt müsstest du, bevor der rote Kreis komplett ist, dort das Ding öffnen. Schaffst du das? Sieht aber gut aus bisher. Das sieht verdammt gut aus. Das klappt, hätte ich nicht gedacht. Der gelbe Kreis ist noch gar nicht voll. Und es gibt als Belohnung 10 Silberstücke. Die kann ich gut gebrauchen. Keiner hat's gesehen. Lalalala. So. Bruder Arik, du kannst mal hier ein bisschen fragen. Also dich umschauen. Entschuldigung, mein Herr. Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Ja. Ich dachte immer, diese Schenke würde untergehen, nachdem der Besitzer gegangen war. Aber sie hat überlebt, sagt ein Dörfler und hier ist ein Trunkenbold. Und wer bist du dann? Noch so ein Narr, der auf Rädriks Einladung gekommen ist? Ja, leider. Nachdem die Boi geboren wurde, ließ unser großer Fürst meine Schwester aus dem Dorf treiben. Sie war alles, was ich noch hatte. Ich bin mir nicht sicher, wo sie jetzt ist. Verdammt, ich brauche noch was zu trinken. Was sagt der? Ich wünschte, wir hätten hier ein paar Minnesänger. Anständigen Leuten wie dir ergeht es hierzulande nicht allzu gut. Was sie alles für Sprüche drauf haben. Und der? Hübsch und trocken ist es hier. Die arme Aufra sorgt sich um ihr Kind. Ich kann es ihr nicht verdenken. Wer ist denn Aufra? Ich wünschte, wir hätten hier ein paar Minnesänger. Okay, jetzt habe ich mit allen gesprochen. Aber ich kann noch 2 Seelen erkunden. Nein, mit denen habe ich noch nicht gesprochen, glaube ich. Gut, mal wieder ein paar neue Gesichter zu sehen. Fühlt sich so an, als würde das Dorf täglich kleiner werden. Ja, das stimmt auch. Hier, Seelen lesen. Zuerst bei Seluna Vertivo. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieser Frau. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen, die Seele erkunden. Du erblickst eine Frau, die ihre Tasche auf ihrem Bett entleert und ihr Inventar begutachtet. Tränke, Verbandsmaterial, Tinkturen und Kräuter sind willkürlich in ihrem Raum verteilt. Sie beißt sich auf die Lippe, neigt den Kopf zur Seite und wägt ab. Sie beginnt, einen Gegenstand nach dem anderen von neuem vorsichtig und mit Bedacht einzupacken, wobei ihre Hände zittern. Jeder Gegenstand hat seinen eigenen Platz, doch wie auch immer sie die Tasche packt, sie ist nicht damit zufrieden. Das Zittern wird schlimmer und sie leert die Tasche mit einer Hand vor dem Mund erneut aus. Die Tränen steigen auf. Sie gibt jegliche Ordnung auf und stopft alles, was sie kann, in die Tasche hinein. Sie greift nach ihr und rennt aus dem leeren Haus. Mit aufrechtem Gang läuft sie zum Dock, das Kinn vorgestreckt, der Blick hart und die Augen rot. Ein junger, schlaksiger Elf bekundet sein Beileid, doch sie nimmt ihn angesichts des Ozeans, der sich vor ihr offenbart, nicht wahr. Sie streift durch die Hafenanlage, bietet jedem, der ihr zuhört, ihre Dienste als Heilerin an. Jedem, der mit der nächsten Flut auslaufen wird. Kaum eine Stunde später beobachtet sie, wie ihre Kindheit in der Ferne verschwindet. Ein kleiner Fleck Insel. Sie versucht, nicht zu springen. Und dann schließlich die Seele von Stromhellklinge. Du siehst eine Gruppe junger Männer um ein behelfsmäßiges Übungsziel herumstehen. Dieser Mann steht in ihrer Mitte und erklärt ihnen den Bau und die Benutzung eines Bogens.
Während er spricht, hält er den Bogen hoch und erklärt jedes Teil und dessen Funktionsweise. Danach geht er gut 70 Meter vom Ziel weg und sagt ihnen, sie sollen bleiben, wo sie sind. Er legt sorgsam an, erklärt ihnen dabei jeden Schritt und schießt den Pfeil ab. Zur großen Überraschung und Freude der Knaben neben dem Ziel trifft er direkt ins Zentrum. Er lächelt, geht auf die Knaben zu und erläutert ihnen die richtige Körperhaltung und wie man einen Bogen am effektivsten hält. Von der Baumgrenze nahe ihres Übungsplatzes hört er ein Geräusch und bleibt stehen. Er kneift die Augen gegen die Sonne zusammen und sucht den Wald ab. Ein Schatten bewegt sich dort und er bahnt sich seinen Weg durch den Wald hinter ihnen. Er zieht einen Pfeil aus dem Köcher und legt ihn aufs Ziel an, wobei er die Bewegungen der verborgenen Kreatur sorgsam berücksichtigt. Er lässt den Pfeil fliegen, vergeudet aber keine Zeit und schnappt sich schnell einen weiteren. Die Knaben wirbeln herum und sehen, wie der Pfeil in den Wald saust und sofort in den Bäumen verschwindet. Plötzlich gibt es im Unterholz explosionsartige Bewegungen, als ein Hirsch aus der Baumgrenze bricht und über den Rand der Lichtung rennt. Die Knaben lachen und wollen den Mann schon ob seines schlechten Schusses veralbern. Als sie den Pfeil in seinem gespannten Bogen sehen, den er auf den Hirsch angelegt hat, hören sie zu sprechen auf. Er schießt zum letzten Mal und sie lassen sich zu Boden fallen, als der Pfeil den Hirsch punktgenau hinter seiner Schulter trifft, Herz und Lunge durchdringt und ihn fast augenblicklich tot zu Boden stürzen lässt. Die Knaben starren den Hirsch einige Sekunden lang an. Dann drehen sie sich mit neu entdecktem Respekt langsam zu dem Mann um. Er lächelt wieder und stößt ein kurzes Seufzen der Erleichterung aus. Interessant. So, und dann geht's mal eins höher. Da war ich noch nicht. Und hier stehen weitere Gäste der Schenke. Trinker. Sagani. Oline sagt, dass Rädrik guten Sold für neue Kräfte bezahlt. Wer ist denn Oline? Gut für sie. Wer ist Oline? Hallo? Wenn wir auf der Soldliste stehen, wird er uns wohl eher nicht aufknüpfen. Klar, wenn du dir bei der Verteidigung von so einem Fürsten die Titten abschlagen lassen willst, dann geh ruhig hin. Schnapp dir einen Krug, mein Freund. Sonst gibt es hier kaum was Sinnvolles zu tun. Sagt diese Frau aus Tain. Hey, wir haben uns doch geeinigt, Tain nicht zu erwähnen. Wer oder was ist Tain? Wer oder was ist Oline? Okay, das ist das gleiche nochmal. Da ist eine Lupe. Kakerlaken sprengen auseinander und flüchten unter die Kisten. Oh, Paska. Deine Schenke ist echt total schäbig. Oh, dreimal Seelenlesen gibt's da unten. Oh, ein leeres Zimmerchen mit zwei Containern. Und da ist eine Lupe irgendwo, genau da. Hinter die Bücher ist eine Zeichnung gestopft, die Eotas und Fürst Rädrik in einer kompromittierenden Stellung zeigt. Ja, Schleichen ist ja kein Problem. Und hier gibt es drei Dietriche, die gehen zu Bruder Arik. So, und? Der Dürrwald, Teil 1, frühe Kolonialgeschichte. Das ist doch genau das Buch, was ich gesucht habe. Ab damit ins Versteck erstmal. Vielleicht entdeckt Sagani sogar noch ein Geheimversteck. Oh, Schwierigkeit. Gut, Sagani hat keine Ahnung vom Schlösserknacken, das kann aber Bruder Arik machen. Der braucht dafür nicht mal einen Dietrich. Hier gibt es einen Duellantenhut, einen Gambeson und einen Rapier. Alles ins Versteck, brauche ich alles nicht. Sagani schleicht weiter. Entdeckt sie hier noch irgendwas in diesem Doppelzimmer? Ich stelle gerade fest, dass diese Betten tierisch lang sind. Wenn ich mir anschaue, wie groß Bruder Arik ist, und mir jetzt mal vorstelle, seinen Kopf läge hier in dieser Mulde, so, dann wäre seine Fußspitze ungefähr hier. Das Bett ist also doppelt so lang, wie ein erwachsener Mensch groß ist. Seltsam. Na und, Gwirr? Wärst du etwa lieber, das Bett wäre nur halb so lang, wie ein erwachsener Mensch groß ist? Sagani, schleich mal darüber. Vorsicht, schnell, 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 schnell. Vielleicht brauchst du ja den Versteckmodus hier. Oh,
Da steht jemand. Aber...